Burnout-Syndrom. Keine Zeit, viel Stress, nervös. Dann habe ich die Lösung. Sehen Sie sich unbedingt das 12-teilige Selbstbeherrschungs-TV an. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher. Schön, dass Sie mal wieder hereinschauen. Das Burnout-Syndrom ist zurzeit wieder in aller Munde. Die Medien stürzen sich förmlich auf das Thema. Kein Wunder, immer mehr Menschen quälen sich mit den Anzeichen und Folgen dieses Syndroms herum, etwa mit Erschöpfung, Energiemangel, Schlafstörung und andauernder Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, Hilflosigkeitsgefühlen, Entscheidungsunfähigkeit, verringerter Initiative und Fantasiemangel, Gleichgültigkeit, Langeweile, Desillusionierung, Neigung zum Weinen, Schwächegefühl, Ruhelosigkeit, Verzweiflung. Größere Distanz zu ihren Mitmenschen, Dehumanisierung nennt man das, Hochmut, Vorwürfe gegen andere, Verlust an Einfühlungsvermögen, Zynismus, Verlust von Idealismus, Bitterkeit, Partnerschaft und Familienprobleme, Gefühlen mangelnder Anerkennung, körperliche Beschwerden wie enge Gefühle in der Brust, Atembeschwerden, Rückenschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen etc. Na, liebe Zuschauer, erkennen Sie sich wieder? Dann freuen Sie sich. Mit Selbstbeherrschungs-TV werden Sie diese Plagen rasch wieder los. Dabei macht Selbstbeherrschung viel mehr Spaß, als das Wort vermuten lässt. Viele meiner Zuschauer waren regelrecht begeistert, als sie meine Methoden der Selbstbeherrschung das erste Mal erleben durften. Sie genossen ein tiefes, wohltuendes Entspanntsein, waren aber zugleich höchst leistungsfähig. Und das ohne langwieriges Üben, ohne stundenlange Meditation. Das war faszinierend für mich. Und es ist heute noch, diesen Wendepunkt hin zu einem freudvolleren Leben, einfach mit Hilfe der Begeisterung, möchte ich auch Ihnen gerne dieses zugänglich machen. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der erfolgsonline.de. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Schön, dass Sie mal wieder hereingeschaut haben. Bis bald.